die Schriften und die Zeichnungen des verborgenen Palastes, die zu den Seelen gehören, und die Götter und die Schatten und die Geister, die den Beginn des Horns von Ament bilden, der die äußerste Grenze der dichten Dunkelheit des Horizonts von Amentet ist, und der das Wissen um die Seelen der Tuat enthält, und das Wissen um die einsamen Seelen, und das Wissen um die Türen und die Wege, durch die und auf denen der große Gott reist, und das Wissen um. Und das Wissen um die Stunden und um ihre Götter, und das Wissen um die Reisen der Stunden und ihrer Götter, und das Wissen um die Formeln, die sie zu Ra sagen, und das Wissen um die Reden, die er ihnen hält, und das Wissen um die Götter, die ihn preisen, und um jene, die Zerstörung bewirken. Die verborgenen Kreise von Ament. Lasse sie anfertigen, gemäß den Bildern, die gemalt sind. Wer auch immer ihren Namen kennt, wird nicht abgewiesen werden. Thank you.
Thank you.